Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Wir sind auf der IWA 2024 am Stand von Jantz. Wie ihr seht, vor mir liegen ganz viele wunderbare Waffen, Revolver und eine Pistole, auf die wir später eingehen wollen. Aber unser Hauptaugenmerk liegt jetzt erstmal hier auf den Revolvern. Das Besondere an den Custom-Revolvern von Jantz ist, dass ich, abgesehen von drei unterschiedlichen Rahmengrößen, mit der jeweiligen Rahmengröße die unterschiedlichsten Kaliber verschießen kann. Der kleinste Rahmen geht von den Kalibern 22 Long Rifle, also eine Randfeuerpatrone, bis 44 Magnum. Der mittlere Rahmen kann Patronen aufnehmen von 22 Long Rifle bis 4,54 Casull. Und der große Rahmen, der geht von 3,57 bis 500 Smith & Wesson. Da sich hier bei Jantz tatsächlich um eine Custom-Schmiede handelt, die die Wünsche ihrer Kunden besonders im Vordergrund stellt, sind auch an den Oberflächenbeschichtungen eigentlich alles möglich, was man sich nur vorstellen kann. Von hochglanzbrüniert über seidenmattbrüniert, dann bunt gehärtet zum Beispiel oder die unterschiedlichsten PVD-Beschichtungen. Da ist wirklich alles möglich, was man sich nur vorstellen kann. Die Griffe sind ganz toll gefertigt, sind auch aus Nussbaumholz. Hier handelt es sich zum Beispiel jetzt um einen Nil Master 2 oder man nimmt hier einen Nussbaumgriff mit eingearbeitetem Jantz-Logo in Messing. Sehr, sehr edel. Auch zum Beispiel die Abschlüsse vom Lauf oder auch die Bedienteile, wie jetzt hier Abzug oder Trommellöser oder auch der Hahn, können in unterschiedlichsten Veredelungsstufen gewählt werden. Zum Beispiel wie hier Gold titannitriert. Ein besonderes Teil ist, wie wir schon angesprochen haben, die Laufwechselmöglichkeit und auch damit eingehend natürlich die Kaliberwechselmöglichkeit. Ich habe hier ein Werkzeug, das aus zwei unterschiedlichen Teilen besteht. Das kann ich nach Entfernen der Trommel einsetzen und kann dann mit einem kurzen Kniff den Lauf lösen, schraube den dann raus, nehme den nächstgrößeren Lauf, den ich mir jetzt gerade wünsche und der natürlich zur Rahmengröße passt, schraube den ein, drehe das Werkzeug um und kann das wirklich mit einmal per Hand drücken, dann einsetzen, so lange bis der Stift einrastet und dann ist das Kaliber fixiert und kann auch verwendet werden. Aufgrund der hohen Produktionsqualität ist das absolut lernhaltig und funktioniert einwandfrei, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass zum Beispiel auch das Timing nicht stimmt. Will ich DSB-konform schießen, zum Beispiel mit dem 22er, habe ich auch die Möglichkeit, einen Lauf zu wählen mit Holzeinlagen oder zum Beispiel auch mit Messingeinlagen, damit ich dann unter die Gewichtsangaben des DSB komme und somit auch an Wettkämpfen ohne Probleme teilnehmen kann. Visierungen gibt es auch ganz unterschiedliche, von einer, ich nenne es jetzt einfach mal, sehr großzügig ausfallenden Standard-Kimme mit Leuchtkorn oder ein hinterschnittenes Korn. Oder es gibt mittlerweile auch Optics Ready, hier zum Beispiel mit einem No-Black Sight. Oder es gibt auch Visierschienen, die richtig massiv ausgeführt sind und mit denen ich dann am sportlichen Wettbewerb teilnehmen kann. In Zukunft im Programm befinden werden sich nicht nur diese tollen Revolver, sondern auch eine Pistole der Firma Jantz. Die ist jetzt noch im Prototypenstatus, also noch nicht ganz serienreif, aber das lässt schon sehr viel erwarten. Sie liegt schwer in der Hand, ist komplett aus Stahl gefertigt, auch mit einem Nussbaumgriff und läuft wie auf Schienen. Der Lauf kippt nicht ab, sondern bewegt sich einfach nur gerade nach hinten, um die Patrone dann auszuwerfen und verriegelt dann satt und absolut spielfrei. Das lässt wirklich auch viel erhoffen und wir sind auf jeden Fall schon gespannt, was uns da die Zukunft bringt. Das war es jetzt soweit zum Custom-Angebot von der Firma Jantz. Wir sehen uns beim nächsten Stand. Denkt dran, folgt auch All for Shooters, die sind hier auch unterwegs und schaut auch mal vorbei bei Enforce Tech TV. Das haben wir dieses Jahr gehostet für viele, viele interessante Neuigkeiten aus den Bereichen Polizei und Militär. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal.